Meine lieben Damen und Herren, in Deutschland und in Europa, Bürger von Rom. Scherz. Zum ersten Mal wende ich mich in meiner Neujahrsansprache an Sie in ganz Europa. Denn aufgrund der hohen Staatsverschuldung einiger Mitgliedsländer haben wir auf dem letzten EU-Krisengipfel gemeinsam entschieden, sämtliche Einzelregierungen in Europa einzusparen. Und es wurde einstimmig beschlossen, dafür mich zur Königin von Europa aus. Alle EU-Regierungschefs sind daraufhin freiwillig zurückgetreten, allerdings erst, nachdem ich ihnen mein vollstes Vertrauen hatte. Dieser Schritt war absolut alternativlos. Alle Regionen in Europa werden jetzt neu aufgeteilt, und zwar nach dem Kartenmaterial aus unseren Archiven aus der Zeit, als Deutschland Europa schon einmal sehr erfolgreich verwaltete. Hätten sich damals Russen und Amerikaner nicht eingemischt, dann hätten wir heute auch keine Euro-Krise, sondern in ganz Europa die harte D-Mark. Ich könnte das sogar beweisen, aber dafür fehlt mir jetzt die Zeit. Meine Damen und Herren, ich darf mich Ihnen also heute vorstellen, in ganz Europa über die Fernseher und Volksempfänger, als Ihre neue Königin Queen Angie the First. Sie dürfen aber auch Queen Mom sagen. Oder noch besser, Queen Mutti. Das klingt so schön harmlos, aber fragen Sie mal den Röttgen. Scherz. Ab heute heißt es jedenfalls in ganz Europa, so wie der Franzose sagt, Fleurop c'est moi. Glauben Sie mir, eine Monarchie in Europa kommt uns billiger zu stehen als 22 Demokratien, in denen immer 22 Mal diskutiert und entschieden werden muss und abgestimmt, bis endlich alle das machen, was ich sage. Ab sofort, das können wir uns sparen, wird sofort gemacht, was ich sage. Glauben Sie mir, Mutti hat immer recht. Denken Sie nur mal an Ihre eigene. Sehen Sie? Wusste ich doch. Berlin wird ab sofort neue Hauptstadt von Europa. Da die EU-Kommission bisher eh schon von mir abgesegnet werden musste, kann sie auch gleich an meinem Hof in Sanssouci residieren. Wer nicht gehorcht, der wird erschossen. Scherz. Obwohl, zu sicher sollte sich keiner fühlen. Fragen Sie mal den Wolf. Übrigens, als Studentin war ich im Zoo von Stralsund für die Seehunde zuständig. Meine Damen und Herren, Ihre Majestät von Europa, also an den Titel muss ich mich auch erst noch gewöhnen. Wir, Ihre Majestät von Europa, haben einige Sofortmaßnahmen eingeleitet, damit Europa im Glanze seines Glückes aus Ruinen wieder auferstehen kann. Spanien wird als Sonderwirtschaftszone an China verpachtet. China wird eine... China-Quatsch, habe ich ja gerade gesagt. Müssen Sie nachher rausschnippeln, ne? Also, Italien wird eine von indischen Schönheitschirurgen geführte Schönheitsklinik. Griechenland wird komplett abgerissen und vor Las Vegas als Themenpark original aufgebaut. Obwohl ja jetzt hier mein Minister des Äußersten
Steini, Steinmeier, ne, der kam ja zu mir und hat mir mal vorgerechnet, ne, hat er gesagt, Königin, Eure Majestät, also gucken Sie mal, in den letzten Jahren hat von deutschen Steuergeldern die Commerzbank mehr Geld gekriegt als ganz Griechenland. Und wo würden Sie denn jetzt lieber Urlaub machen, in Griechenland oder in einer Filiale der Commerzbank? Aber da bin ich hart geblieben. Frankreich wird dem Sonderwirtschaftsprotektorat Saarland-Lothringen angegliedert und Paris wird neue Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Und die frühere DDR, heutige Ostzone, muss man schon ein bisschen mitdenken, ne? Wird zum Ganzjahresweihnachtsmarkt für Touristen aus Fernost und USA. Aus Fernost und UdSSR. Aus Fernost und USA. So, jetzt haben wir es, ne? Ja, wenn man in zwei Systemen groß wird, dann kann man schon mal durcheinander kommen. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren in Europa, Sie alle werden künftig weniger Netto im Portemonnaie haben. Aber dafür auch weniger brutto. Und so gleicht sich das wieder aus. Und das Wichtigste, das können Sie mir glauben, Ihrem Nachbarn wird es auf keinen Fall besser gehen als Ihnen. Darauf kommt es auch an. So, aber jetzt wollen wir alle erst einmal ein zünftiges Silvesterfest in Europa feiern und es mal so richtig krachen lassen. Wenn ich mir für 2014 etwas wünschen darf, dann, dass mein Handy nicht mehr von der Vereinigten Stasi von Amerika abgehört wird. Ich meine, das Volk abhören ist die eine Sache. Schließlich leben wir in einer Demokratie, da muss die Regierung wissen, was Volkes Stimme sagt. Aber die Queen of Europe, das geht ja wohl gar nicht. Wenn die Amerikaner das noch einmal machen, dann schicke ich meine Selbstmorddrohne Peter Altmaier aufs Weiße Haus. Scherz. Obwohl, fragen Sie mal die FDP. Und dann möchte ich, dass wir alle uns noch gute Vorsätze stellen. Mein Vorschlag wäre 2014, dass wir alle mehr Sport machen. Dann sparen wir künftig auch Heizkosten, weil uns von innen warm wird. Ich persönlich habe mich für Skilanglauf entschieden. Ich wünsche Ihnen allen ein an Arbeit extrem reiches Jahr 2014. Und das meine ich ganz ehrlich. Palim, palim!